Warum Schiffe schaukeln? Wow. Heutzutage sind Schiffe so groß, dass man sich fragen muss, warum diese gigantischen Stahlschweine nicht sinken, sobald sie den Hafen verlassen. Und warum schaukeln sie, dass manche Passagiere seekrank werden? So viele Fragen. Und hier gibt es so viele Antworten. Nummer 1. Warum schwimmen Schiffe überhaupt? Schiffe sind mächtig, sowohl im Hinblick auf ihre Größe als auch ihr Gewicht. Sie werden aus Stahl gefertigt und doch reisen sie über die Meere, als würden die Naturgesetze sie nicht interessieren. Das Ding ist, dass die Form des Schiffes ermöglicht, eine bestimmte Menge Wasser zu verdrängen. Gleichzeitig drückt dieses Wasser zurück ans Schiff und trägt es so. Diesen Effekt nennt man Auftriebskraft. Nummer 2. Warum kentern Schiffe bei Wellengang nicht? Auf dem Ozean können Wellen 4,5 bis 9 Meter groß sein, ohne dass ein richtiger Sturm weht. Wenn eine Welle ein Schiff trifft, neigt es sich und sein Schwerpunkt verschiebt sich. Das Schiff versucht sofort, sich auszubalancieren und lotrecht zur Auftriebskraft zu bleiben. Daher schaukeln oder rollen Schiffe bei Wellengang von links nach rechts. Entschuldigung. Sie versuchen nur, ihr Gleichgewicht zu finden und werden von den Wellen immer wieder rausgebracht. Nummer 3. Aber warum schaukeln Schiffe dann nicht die ganze Zeit? Schiffe schaukeln meist nur, wenn ihre Stabilisatoren ausgeschaltet oder defekt sind. Auf den meisten Schiffen sind die Stabilisatoren Flossen mit Sensoren, die die Bewegung des Wassers erfassen und dann ihre Position ändern. Die Flossen behindern die Schaukelbewegung und halten es trotz der Wellen senkrecht. Das Schiff ist auch stabiler, wenn es sich vorwärts bewegt, da es schwerer aus dem Gleichgewicht zu bringen ist, wenn es sich bereits in Bewegung befindet. Nummer 4. Was soll dieser dicke Wulst unter Wasser am Bug des Schiffes? Man nennt ihn Bugwulst. Bei manchen hat er auch den Spitznamen Jimmy Durante. Hey, google ihn mal. Und ob du es glaubst oder nicht, Schiffe wären tatsächlich langsamer ohne diesen Wulst. Er dient dazu, das Wasser zu teilen und zu den Seiten zu schieben und damit den Widerstand zu reduzieren. Dadurch wird das Schiff schneller und verbraucht weniger Treibstoff. Nummer 5. Warum sehen Anker immer gleich aus und warum funktionieren sie? Der Anker selbst hilft nur, das Schiff an einer Stelle zu halten. Tatsächlich ist es nämlich das Gewicht der Kette, das das Schiff bei einem Halt stabilisiert. Wenn es hohe Wellen gibt, lässt die Mannschaft meist mehr Kette runter, da sie dann schwerer wird. Anker werden immer nach derselben Grundlinie geformt. Er muss einen robusten Körper namens Schaft und ein paar Haken namens Flunken haben. Flunken dienen dazu, sich am Meeresgrund zu verhaken. Nummer 6. Warum können nur Eisbrecher durch das Eis fahren? Eisbrecher sind mit ihrem runden Bug einzigartig. Durch seine Form hebt sich der Bug auf das Eis und zerbricht es durch die schiere Masse des Schiffs. Der Schiffsrumpf eines Eisbrechers ist auch etwas Besonderes. Es ist ein Doppelrumpf, so ist es einfacher, ihn unterwegs zu reparieren. Normale Schiffe werden nicht so robust gebaut. Der Doppelrumpf ist so schwer, dass er die mögliche Zuladung massiv reduzieren würde. Außerdem ist eine runde Nase bei Wellengang unpraktisch. Nummer 7. Was bedeutet diese seltsame Bemalung am Schiffsrumpf? Diese Bemalung besteht hauptsächlich aus horizontalen Linien. Sie zeigen, wie tief das Schiff bei einer bestimmten Zuladung einsinkt. Je höher das Gewicht ist, desto tiefer sinkt es ins Wasser ab. Und desto mehr Wasser muss es verdrängen, um schwimmen zu können. Die oberste Linie zeigt die tiefste Position des Schiffes an, bei der noch mit keinen Stabilitätsproblemen zu rechnen ist. Nummer 8. Warum wird der untere Teil des Schiffes meistens rot gestrichen? Ehrlich gesagt, könnte es jede x-beliebige Farbe sein, aber die Farbe selbst ist wirklich etwas Besonderes. Sie dient dazu, Seepocken, Meeresalgen und Würmer von der Oberfläche fernzuhalten. Diese Organismen setzen sich allzu gerne an Schiffsrümpfe. Abgesehen von Beschädigungen erhöhen sie vor allem den Widerstand und bremsen so das Schiff aus. Die Farbe enthält ein starkes Biozid mit der Komponente Bronze. Und da Bronze natürlicherweise rot ist, erscheint die rote Farbe nur logisch. Nummer 9. Unter welchen Bedingungen lebt die Besatzung? Kurze Antwort, überraschend guten. Aber das hängt sehr von der Größe des Schiffes und dem Wohlstand der Reederei ab. Größere Schiffe haben normalerweise Einzelkabinen mit bequemen Betten, einem Schrank, Tisch und manchmal sogar eine eigene Dusche. Auf vielen Schiffen hat jede Kabine einen eigenen Fernseher. Es gibt ein Kino, einen Fitnessraum und ein Internetcafé. Der Besatzung steht auch WLAN zur Verfügung. Das Datenvolumen ist jedoch stark begrenzt. Nummer 10.
Was wirst du auf einem Kreuzfahrtschiff nie zu Gesicht bekommen? Die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffes lebt etwas bescheidener als die Gäste. Aber auch sie haben ihre Geheimnisse und Vorteile. In jedem Kreuzfahrtschiff gibt es einen Irrgarten aus Wegen und Räumen, die Gäste nie betreten würden. Über sie kommt man schneller von einem Ort zum anderen. Sie werden durch Codes, die monatlich wechseln und für jedes Schiff einzigartig sind, geschützt. Die Welt hinter diesen Türen ist ein Geheimnis, aber einige Besatzungsmitglieder behaupten, die Partys in dieser Welt wären heiß. Nummer 11. Welches ist das größte Schiff der Welt? Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist die Symphony of the Seas. Sie ist fast 360 Meter lang und wiegt ungefähr 230.000 Tonnen. Sie beherbergt ein Theater, ein Kino, viele Restaurants, einen Vergnügungspark und die größte Wasserrutsche der Welt. Aber das größte Schiff ist sogar noch gigantischer. Das ist nämlich die Prelude FLNG, eine schwimmende Anlage zur Förderung, Verflüssigung und Lagerung von Erdgas. Sie verdrängt etwa 600.000 Tonnen Wasser und ist 490 Meter lang. Nummer 12. Wie ziehen kleine Schleppboote große Schiffe? Schleppboote mögen klein sein, aber ihre Motoren und Schiffsschrauben sind außerordentlich groß. Ein mächtiges Schiff benötigt mehrere Schleppboote, um schneller voranzukommen. Aber um es zu bewegen, würde auch nur ein einziges genügen. Im Wasser ist die Summe der Bewegung viel wichtiger. Einfach ausgedrückt, wenn du am Kai stehst und versuchst, ein großes Schiff zu schubsen, wird es irgendwann weichen. Es dauert halt nur eine Weile. Nummer 13. Welches sind die seltsamsten Erscheinungsformen? Boca Vanguard wäre so ein seltsames Schiff. Es ist ein wahrer Schwerlasttransporter, ein halb untertauchbares Schiffsdock, das größere Schiffe über das Meer von einem Dock zum anderen transportiert. Es kann jedes Schiff oder jede Öl- oder Gasanlage mit einem Gewicht von bis zu 110.000 Tonnen transportieren. Ein weiteres Schiff, das in diese Kategorie gehört, ist die Ramform Titan. Es sieht aus, als hätte jemand das vordere Ende eines gigantischen Schiffs abgeschnitten. In der Praxis ist es ein seismisches Forschungsschiff und eines der breitesten Schiffe der Welt. Und zwar so breit wie die Spannweite einer Boeing 747. Nummer 14. Wie kommunizieren Schiffe ohne Funk miteinander? Wenn ein Schiff mitten auf dem Ozean in Not gerät und keinen Notfunkspruch absetzen kann, kann es immer noch mit Hilfe von Flaggen kommunizieren. Die angsteinflößendste Flagge ist zum Beispiel eine schwarz-gelb karierte. Sie signalisiert, dass das Schiff unter Quarantäne steht und niemand das Schiff verlassen darf und sich auch niemand nähern sollte. Blau-weiß gestreift bedeutet, dass ein Feuer an Bord ausgebrochen ist und das Schiff gefährliche Fracht transportiert. Also halte dich fern. Und eine Flagge mit einem großen blauen Nuckel darauf bedeutet, dass sich kleine, quengelige Babys an Bord befinden, die partout nicht schlafen wollen und unkontrollierbar herumschreien. Also auch ein Grund, nicht zu nahe zu kommen. Hey, ich mach nur Quatsch. Na, hast du heute etwas Neues gelernt? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Eine weitere Rundreise gefällig? Hier sind noch mehr spannende Videos, die dir gefallen werden. Such dir schnell noch eins aus und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens.